So, Freunde, es geht los. 10 Blocker, ein Ort und ich schiebe es los. 588 Kilometer habe ich vor mir. Naja, ich hoffe, ich komme gut an und am Sonntag auch wieder zurück. Und ja, Leute, wir sehen uns dann wieder, wenn ich angekommen bin. Also, so in 6-7 Stunden oder so. So, Leute, ich bin mittlerweile angekommen. Ja, schon eine ganze Weile. Ich war schon fleißig. Habe hier schon meine Schlafstätte aufgebaut. Svenja haben wir nochmal zum Einkaufen geschickt. Wird die auch zu sehen sein? Natürlich. Ja, wunderbar. Wo sind wir? Hier zu Hause beim Gerrit. Hi, grüß euch. Ja, schauen wir uns doch erst einmal um, was der hier alles so rumstehen hat. Ihr seid bestimmt genauso neugierig wie ich. Gerne, gerne. Aber der Micha findet sich alleine zurecht, denke ich. Jo. So, hier hat er einen schönen Bräuli stehen. Der wird mit Sicherheit auch benutzt. Ein Primo Wali hat er mit selbstgebautem Tisch. Das ist doch schon mal hervorragend. So, hat er schön gebaut, kann man echt nichts sagen. Ja, so hier heraus haben wir schon unsere Sitzgelegenheit. Und da drin hat er schon ein bisschen was aufgebaut. Da können wir dann später herin sitzen. Und da hat er noch ein paar Grills stehen. Ein Watersmoker. Und. Ja, ich glaube, für den Anfang wird es reichen. Warum müssen die Leute immer so viel Instagram machen? Furchtbar. Was ich mich jetzt allerdings frage, was hat er mit der riesen Palette Holz vor? Irgendwie Naturbrennstoffe? Von wem ist es? Ja, leider überklebt. Naturbrennstoffe Kretschmann. Okay, gut. Eine Riesenpalette Holz. Nicht schlecht. Ah ja. Vielleicht befeuern wir damit ja die Feuertonne. Gerrit? Ja? Ich habe gerade beschlossen, du kriegst einen Kirschgeist-Lehrgang jetzt. Ja, den nehme ich aber gerne an. Gut, dann legen wir mal los. Das machen wir gleich? Ja, ja, ich habe Durst. Haben. Natürlich, Micha. So. Wir müssen jetzt wieder Weizengläser nehmen, weil die anderen hat er nicht. Naja, wir sind halt nicht bei uns in Bayern. Gut. So, und ich zeige mal, ob ich was gelernt habe. Also, als allererstes kommt... Als allererstes drehen wir uns hier mal, dass man ein bisschen mehr von dir sieht. Genau, als allererstes kommt, ich denke mal, so ein guter Schluck Eckes Edelkirsch. Genau. Das werde ich jetzt aber kredenzen. Gut, das reicht. So, dann kommt, jetzt muss ich überlegen, kommt die Cola oder das Weizenbier? Das ist relativ, manche sagen auch, der Kirsch kommt zum Schluss rein. Damit es schön Farbe in die Krone dann reingibt. Also mich mal ganz kurz vorbereiten. warte mal eine Sekunde. Kein Feuerzeug in der Tasche, um die Flasche aufzumachen. Furchtbar. So, ich bin der Meinung, da kommt die Krone. Und mein Feuerzeug nimmt er dazu. Ja. Nehmen wir mal eine Krone her. Also zuerst einmal das Dunkle. Zuerst das Dunkle. Jo. Kannst in jedes Glas die Hälfte reinkippen. Wie willst du das jetzt reinschütten? So auf bayerische Art. Das möchte ich auch hoffen. Schön halbe von der halben. Mhm. Gut. Habe ich recht gehabt oder habe ich recht gehabt? Hast du recht gehabt. So.
Ja, und den Rest kannst du jetzt mit Cola auffüllen. Cola? Also das hätte man nochmal auch etwas sanfter einschütten können, weil dann schwappt es nicht über. Merk, ich bin kein, ich bin nur der auf der Rückseite vom Tresen sonst. Nee, auf der Vorderseite. Ja, auf der Rückseite wird ausgeschenkt. Genau, hast recht. So. Und dann würde ich aber mal sagen, jo. Micha. Ich habe aufgepasst, ich schnapp mir die, wo mehr Kirsch drin ist. Dann stoßen wir mal an. Zum Wohle. Auf ein geiles Wochenende. Prost. Mhm. Das ist ein Kirschgauss. Hervorragend. Mhm. Ja. Top. Super. Echt. Also wie gesagt, da scheiden sich jetzt auf alle Fälle noch die Geister, ob man Kirsch unten reinkippt oder oben drüber dann. Ich tue sie immer unten rein. Also ich muss sagen, erst Kirschgras, die ich trinke, für mich ist alles vermischt. Man muss, ich denke, das ist völlig egal, ob man oben oder unten. Wenn du es oben reinkippst, hast du halt oben dann den Schaum schön rot. Okay. So. Ja. Jeder wie er will. Genau. Gut, und jetzt gucken wir mal nach einem Leckerbissen. Oder warten wir noch, bis die anderen da sind? Warten wir noch, bis die anderen da sind. Ah, verdammt. Und da ich ganz genau weiß oder gewusst habe, dass der Gerrit wieder unendlich lang braucht, habe ich mal ganz einfach Kekse von daheim mitgebracht. Das wird schmecken. Was machst du da Gutes? Ich bereite jetzt erstmal das Abendessen vor. Genau, das wird noch nicht verraten. Also erstmal muss ich Paprika. Hilft nichts, fürs Video musst du es verraten. Okay, ich mache meine Chili Cheese Sandwiches heute Abend. Mm, sehr geil. Mit Pulled Pork oder alternativ gekrochte Bratwurst auf der Feuerplatte. Cool. Mm. Mit meiner speziellen 962 Soße. Wollt ihr wissen, was die 962 Soße ist? Ja. Das sind 9 Anteile Mayonnaise. Das sind 6 Anteile Old Texas Jalapeno Pepper Soße. Und 2 Anteile brauner Zucker. Okay. Das ist meine Lieblingsburgersoße. Ja, wunderbar. Lass uns überraschen. Da hat sich der Gerrit doch glatt Hilfe geholt zum Schnibbeln. Gerrit, du bist ja ein fauler Sack. Nein. Ja. Doch nicht wahr, hat alles Gerrit geschnibbelt. Hab alles ich gemacht. Nein. So, der nächste Fischkopf ist auch da. Na? Das musste ich jetzt einfach mal so sagen. Der Grillmatz. Bis jetzt hat man ja bloß immer seine Matten gesehen. Ach nee, du hast ja selber auch schon mittlerweile einen Kanal. Ja. Hat man dich da schon gesehen? Ja, doch. Ja, Mann. Echt? Klar. Hast dich getraut? Ja. Dann bau mal du jetzt dein Zelt auf. Ja, ich versuch's. Bin ja gespannt. Kannst du mir gleich mal helfen? Mach aus. Nö. Ich hab meins auch selber aufgebaut. Okay. Also, wir sitzen und stehen hier und amüsieren uns köstlich. Moment. Über die zwei, wie sie versuchen, das Zelt aufzubauen. Also ich glaube, 4 oder 5 Mal ist es mittlerweile schon wieder umgefallen gewesen. Vielleicht haben wir ja noch Glück und es fällt nochmal um. Ja! Oh, herrlich. Naja, lassen wir die weiter Zelt aufbauen. Später, es wird immer noch gebastelt. Das wird noch Stunden dauern. Sag mal, hast du nicht vorher geübt? Nein. Warum nicht? Zelt aufbauen hier. Ich hab da einen Profi da drinne. Der Zeltbauer, ist das so in Ordnung? Hier wird gleich komplett mit Kofferset angereist. Unglaublich. So. Thorsten, man kann es auch wieder übertreiben, oder? Warum? Ach, guck mal. Ich habe überlegt, hier ist es auch schön. Hab meine Sachen gleich alle mitgebracht. Ob ich einziehen darf, weiß ich noch nicht. Also wenn die alle so fett auffahren, da komme ich mir ja schon fast peinlich vor, weil ich mache bloß meine McRibs, aber egal, hat geheißen, irgendeine Kleinigkeit. Hm?
Gerrit, was geht bei dir mittlerweile ab? Wir werden jetzt erstmal die Chili-Schießsoße machen für das Abendbrot. Ja, auch Gerrit hat ein Helferlein wieder. Thorsten, vorher hast du aber noch mehr dabei gehabt. Ja, den Koffer muss ich noch holen, nur ich sehe schon mal die Beleuchtung, die müssen wir gleich aufbauen. Bis du da wieder rauskommst, ist der wahrscheinlich schon wieder weg. Aha, ein Cocktail-Shaker. Ja, ja. Was machst du da Feines? Pina Colada. Ah ja? Ah ja. Schmeckt das Zeug? Kannst probieren. Werden wir gleich machen. Nee, da kommt meine Pina Colada. Bitte, Herr Gangit. Wo ist die Ananas, die da oben reingehört? Ich habe keine Ananas. Du hast keine Ananas? Ich habe keine Ananas gekauft. Wir trinken das pur. Nur Alkohol. Außerdem, Ananas kann nur Gerrit. Nur Alkohol. Okay. Ananas kann nur Gerrit. Ich probiere jetzt mal. Ja, ein Rösterchen. Oh, ist das geil. Mm. Wow. Das schmeckt. Und dann beides oder nur Pulled Pork oder nur Thüringer. Wie ihr wollt. Wir haben eine scharfe und eine weniger scharfe Chili. Weniger scharf, scharf. Und die 962 Soße noch, die muss man unbedingt machen. Also manche, wer will, kann Chili-Soße auch verzichten, der nimmt nur meine Burger-Soße. Das geht auch. Aber es gehört eigentlich mit dazu. Schmeckt die auch? Die schmeckt richtig. Schmeckt die auch. Was machst du da? Ich filme dich doppelt. Hat aber auch ein bisschen Dampf. Ja. So, Freunde, da ist er, dieser Chili, Cheese, hau mich tot. Sandwich-Burger. Und den hau ich mal jetzt rein. So, erst einmal hier irgendwie die Cam unterbauen. Bitte nicht am Tisch wackeln, sonst stürzt meine Cam ab. Hilfe, Hilfe. Ein riesen Matschgemampfe. Aber gerade geil. Boah, der ist mal richtig lecker. So, wenn das gut schmeckt, oder? Richtig geil. Mm. Ja, freut mich. Hast du jetzt Brötchen und Pulled Pork genommen? Mm. Hier, wo ist mein Pulled Pork? Einen Chili, Cheese, was weiß ich. Pulled Pork, Burger, Sandwich, irgendwie sowas. Bitte. So, aber Leute, für euch jetzt werde ich erstmal essen. Live-Video nebendran, was läuft, läuft weiter. So Leute, der Björni Boy ist mittlerweile auch angekommen und der Prof auch. Ey, halt, ich bin nicht verkleidet. Wer ist da? Was? Okay. Jo, dann wären wir für heute komplett und schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. Ich war gerade andersweitig beschäftigt und hier wird jetzt gerade der FE90 Dutch auf den Tisch ausgepackt und einmal aufgebaut. Der wird hinterher von allen Teilnehmern signiert. Eventuell kommen noch ein paar Aufkleber drauf und dann wird er wieder komplett zusammengebaut, also auseinandergebaut und wieder original verpackt. Und den könnt ihr dann eben bei dieser Verlosung gewinnen. Die ersten zwei Füße sind schon da. Kann der Flo eigentlich irgendwas alleine? Nein. Doch. Warte. Essen vielleicht. Ja, auf alle Fälle, der wird jetzt zusammengebaut, signiert und dann dürft ihr dann nochmal sehen. Unglaublich, da testen sie und proben sie, wie sie am besten ins Bild reinlaufen können. Ach Leute, ich zeige euch einfach nachher, wenn er fertig unterschrieben ist. Alles andere seht ihr bei 1, 2, hau mich tot, wie viele Kanälen. Exotischer gibt es dazu morgen noch einen original gebratenen Knoblauchreis aus Japan, aus der Stadt Kyoto, was ich von einem Sternekoch habe, das Rezept. Und das werden wir live morgen auf diesem Grill hier machen. Und der Gerrit, der hat es mir wahrscheinlich hier schon hingestellt, der hat mir hier original noch verpackt. Eine Griddle Plate, sodass wir diesen schönen Regal 490 noch umbauen in eine riesen Griddle Plate. Und da werde ich dann wirklich mit so japanischen Spachteln versuchen. Gerade den Reis probiert, sehr lecker. Ja. Woran erkennt man, dass was wirklich lecker ist?
wenn ich es klaue. Da ist noch aber die Lampen mal auf ruhig. Ist das gut, oder? Ja, ja. Als kurzer Zwischengang wurden hier auf einmal noch Bratwürstchen aufgefahren. Kalpirinha-Bratwürstchen. Kalpirinha. Wo kommen die her? Das weiß ich nicht, hier der mitgebracht. Wer? Die kommen von der Fleischerei Flexig aus Kamen. Okay. Wer? In Kamen.